Auch in den Schulen kann künstliche Intelligenz durch Learning Analytics eine ganze Menge bewirken. Interaktive Schulbücher erfassen den Lernfortschritt, sie werten Wissenslücken aus und schlagen passgenaue Übungen vor. Algorithmen erkennen, ob ein Schüler besser im Frontalunterricht, in Gruppenarbeit oder mit einem Video lernt. Und auch die Gefahr, ein Lernziel zu verfehlen, erkennt sie frühzeitig, sodass Lehrer und Schüler leichter gegensteuern können. Das mag für manchen wie Science Fiction klingen, ist aber längst Realität, nur nicht an deutschen Schulen. Und das genau müssen wir verändern. Auch in Deutschland wollen viele Lehrer anfallende Lerndaten nutzen, um ihre Schüler besser zu unterrichten. Aber sobald sich ein Lehrer absichern will, dass er die Daten auch rechtskonform einsetzt, da beginnt für ihn ein Hürdenlauf in der Dunkelkammer. Und die Fallstricke, die erkennt er erst, wenn es zu spät ist, wenn er gestolpert ist. Denn schon für den Einsatz eines digitalen Vokabeltrainers braucht ein Lehrer Einverständniserklärung aller Eltern und auch der Schüler, sobald sie älter als 16 Jahre alt sind. Manche müssen 120-seitige Datenschutzerklärungen unterzeichnen ohne Rechtsbeistand. Wieder andere werden von Datenschutzbeauftragten erst dann gestoppt, wenn die digitalen Lernmittel längst eingesetzt werden. Und wir brauchen endlich Klarheit, was erlaubt ist und was nicht, meine Damen und Herren.